Hallo, ich bin Isabella, Studentin der Diätologie an der Fachhochschule St. Pölten und ich stelle euch die indirekte Kalorimetrie vor. Worin unterscheiden sich die beiden? Nicht nur das Gewicht, sondern auch der Energiebedarf ist unterschiedlich. Wenn du den Gesamtenergiebedarf berechnen willst, gehst du von Formeln wie beispielsweise der Harris-Benedict aus. Je weiter der Patient vom Normalgewicht entfernt ist, desto ungenauer wird das Ergebnis. Die stoffwechselaktive Masse ist dafür entscheidend. Aber das geht auch präziser. Du kannst den Energiebedarf auch direkt messen. Dafür eignet sich zum Beispiel die indirekte Kalorimetrie. Sie misst den Ruheenergieumsatz und unter strengeren Bedingungen kann man auch den Grundumsatz ermitteln. Das funktioniert so. Bei der Verbrennung von Nährstoffen wird Sauerstoff verbraucht und CO2 entsteht. So ist zum Beispiel bei der Verbrennung von Kohlenhydraten das Verhältnis von CO2-Abgabe zu Sauerstoffaufnahme 1. Bei der ausgewogenen Mischkost ist ein Verhältnis von 0,85 normal. Das Gerät misst die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe in der Atemluft. Diese Werte fließen in kalorimetrische Formeln ein, die den Energieverbrauch im Körper bestimmen. Das Ergebnis ist der Ruheenergieumsatz. Damit du zum Gesamtenergiebedarf kommst, musst du das Ergebnis noch mit einem PAL-Wert multiplizieren. Dieser entspricht der durchschnittlichen körperlichen Aktivität. Die Messung kann mit Mundstück und Nasenklammer, einer Maske oder der Kanopiehaube erfolgen. Wir zeigen hier die Kanopiehaube. Der Vorteil ist, dass die belüftete Haube den Patienten darunter frei atmen lässt, ohne eng anliegende Maske oder Nasenklammer. Nun schauen wir uns das in der Praxis an. Wir können jetzt losstarten und keine Angst, die Haube ist gut belüftet. Danke, das finde ich beruhigend. Damit du ein valides Ergebnis erhältst, müssen zuerst verschiedene Kalibrierungsprozesse durchgeführt und vor der Messung folgende Punkte beachtet werden. Der Patient muss nüchtern sein. Die Dauer der Nahrungskarenz ist abhängig davon, ob man den Grundumsatz oder den Ruheenergieumsatz bestimmt. Auf Alkohol, Nikotin und Koffein muss vor der Messung verzichtet werden. Auch körperliche Aktivität ist zu vermeiden. Der Patient soll ausgeruht sein. Die Raumtemperatur soll zwischen 20 und 25 Grad Celsius betragen. Die Messung erfolgt im Liegen und dauert ca. 20 Minuten bis zu einer Stunde. Plane davor ca. 15 Minuten ein, damit sich der Patient an die Haube gewöhnt und zur Ruhe kommen kann. Du legst die Haube über den Kopf des Patienten. Der Schleier verhindert, dass unkontrolliert Luft ein- oder austritt. In der Kanopiehaube sammeln sich die Atemgase des Patienten an. Es entsteht dadurch ein Gemisch von Expirationsluft und Raumluft, das kontinuierlich im Gasanalysator gemessen wird. Auf dem Ausdruck kannst du Folgendes ablesen. Ganz oben siehst du die Patientendaten. Weiter unten dann die gemessenen Parameter im Detail, die notwendig sind, um den Ruheenergieumsatz zu bestimmen, also den Sauerstoffverbrauch und die CO2-Abgabe. Der eigentliche Zielparameter ist der Ruhenüchternumsatz. Die Grafik zeigt die einzelnen Parameter auch im Messablauf. Die indirekte Kalorimetrie wird vorwiegend in der Forschung, Intensivmedizin und Leistungsdiagnostik eingesetzt. Also ab unter die Haube, wenn du so ein Gerät zur Verfügung hast, um deinen Energiebedarf zu messen.